Kuchen. Hey, Kaffee. Oh, super. Oh, danke. Gerne. Boah, ich kann das immer noch nicht glauben, dass Markus Stein eine Affäre hatte. Ich habe da jetzt die ganze Zeit noch drüber nachgedacht. Tja, wie so viele Kerle, ne? Ja. Sag mal, wer hat überhaupt noch eine glückliche Beziehung? Hm? Keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall ein krasser Schock für die gewesen sein, ne? Guten Hunger. Danke. Ey, der war doch versetzt. Was macht der denn wieder hier? Keine Ahnung. Na klar war das ein Schock. Hm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das größte Problem war, dass die beiden ja eigentlich irgendwie nicht geschafft haben, Kinder zu kriegen. Mhm. Vielleicht war Markus Stein diesem Leistungsdruck nicht gewachsen und hat sich deshalb in die Affäre gestürzt. Das könnte sein. Mhm. Und sie hat sich dann bei ihrem Nachbar, dem Wagner, ausgeheult. Ja, und da frage ich mich die ganze Zeit, ist zwischen den beiden wohl auch was gelaufen? Tachchen. Tatjan. Ja, Malik, was gibt's? Ich habe mir die Fotos noch mal vorgenommen, die ich euch gezeigt habe. Ja. So, das waren die Vergrößerungen. Hm. Und das ist ja eigentlich das Original. Und wisst ihr was, dieses 6x6 Format, ja, so in dieser Art, gibt es eigentlich nur bei einer Profikamera. Derjenige, der so eine Kamera zu Hause hat, so ein olles Ding, ist quasi ein Liebhaber und ein Kenner. Ne? Ja, vielleicht auch einfach ein Profi, Christian. Diese Kameras sind sehr teuer. Der Wagner und die Stein, die haben ja wirklich viel zusammengeklugt. Vielleicht lief da echt was. Könnte schon sein. Und dann hat der Wagner den Stein aus Eifersucht umgebracht. Ja, wirklich, oder nicht? Naja, andererseits, der sitzt im Rollstuhl. Wie soll der das gemacht haben? Ich kann gar nicht glauben, dass der wieder hier ist. Ich kann das auch nicht glauben. Und wie der aussieht, wie immer, ne? Also, missmutig. Ja. Und dann haben wir noch Faserspuren am Tatort gefunden. Ich denke mal von einem Jeansstoff. Jeans? Ja, trägt ja heutzutage kaum an. Sehr witzig, liebe Kollegen. Ich werde das natürlich noch überprüfen. Ich bleibe da dran und dann kann ich bestimmt mehr sagen. Also. Genau, Kamera. Jetzt fällt es mir wieder ein. Klar. Was? Was? Mensch, Paul Wagner, als wir bei dem in der Wohnung waren, da habe ich auch so ein altes Teil gesehen. Das stand da in der Ecke, so eine Kamera. Hey, ja. Dann schnapp dir jetzt Nina, fahr raus und überprüf das. Alles klar. Ui, Hausarbeit? Ja, tut mir leid, das ist jetzt erst ein bisschen unordentlich, aber ich wasche gerade Wäsche. Hm. Oh, schickes Teil hier, die Kamera, hä? Huh? Das ist ein echtes Schmuckstück. Fotografie ist meine absolute Leidenschaft. Das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist nach meinem Unfall. Und Ihre andere Leidenschaft ist Spionieren? Wieso, was meinen Sie? Das hier meinen wir. Kommen die Ihnen nicht bekannt vor, die Bilder? Hm? Ja, das sind meine. Aber ich habe nicht spioniert. Es war Zufall. Zufall? Ja, ich habe vor ein paar Tagen aus dem Fenster geguckt. Dann sehe ich Markus mit dieser anderen Frau ins Haus gehen. Ach. Und da hatten sie zufällig hier ihre Kamera genommen und haben sie ein paar Bildchen von den beiden gemacht. Hm? So, zufällig. Ja, ich hab's gesehen und habe ich meine Kamera geholt und habe die beiden fotografiert. Ich war total entsetzt. Ich meine, was hätten Sie denn gemacht? Ich finde, Andrea hat sowas einfach nicht verdient. Und dann haben Sie ihn erpresst? Ich habe ihn nicht erpresst. Ich habe ihm die Bilder sogar gegeben. Ich wollte, dass das mit ihr klärt. Herr Wagner, und das sollen wir Ihnen jetzt glauben? Ich wollte niemanden erpressen. Andrea ist meine Freundin, die ist mir wichtig. Und ich wollte einfach, dass Markus es ihr sagt und dass er die Situation klärt. Das müssen Sie mir glauben. Also, Paul Wagner hat die Fotos geschossen. Ja, und Maike Barth, seine Affäre, hat ihm die Droh-SMS geschrieben. Hm. Macht die beiden noch nicht zum Täter. Ja, aber unverdächtig sind sie auch nicht. Ja. Und seine Frau? Also weder Paul Wagner noch Andrea Stein haben ein besonders tolles Alibi. Haben angeblich alleine zu Hause gesessen. Ja, bis sie dann nachher bei Wagner zusammen waren. Ja, zugegeben. Das sind jetzt keine erste Sahne-Alibis, aber hey, die eine ist schwanger und der andere sitzt im Rollstuhl. Hm? Ja. Wenn wir wenigstens schon mal die Tatwaffe, dieses Drahtseil hätten. Die Spusi hat den ganzen Wald durchkämmt. Nix.
Wisst ihr, was ich hier habe? Woher denn? Nicht fragen, zeigen. Das gibt's auch gar nicht. Tja. Herr Wagner, schön, dass Sie nochmal kommen konnten. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich immer noch von mir? Sie können mir helfen. Schauen Sie mal. Können Sie mir diese Akte da oben runterholen? Was soll das? Ich meine, Sie sehen doch, oder? Tja, nur was wir sehen und was Realität ist, das weicht ja wohl ein bisschen voneinander ab. Hier. Dieses Gutachten haben wir in Ihrer Wohnung gefunden. Und darin steht, dass Sie schon seit Jahren eine Physiotherapie machen. Und zwar mit ganz, ganz großen Fortschritten. So große, dass Sie angeblich sogar wieder laufen können. Also, was soll der Scheiß? Warum sitzen Sie im Rollstuhl, wenn Sie in Wirklichkeit laufen können, hä? Sie haben alle an der Nase herumgeführt, inklusive Ihrer Freundin Andrea Stein. Ach, Sie haben doch überhaupt keine Ahnung. Wissen Sie, ich bin damals in ein total tiefes Loch gefallen. Und als ich Andrea kennengelernt habe, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mein Leben nicht sinnlos ist. Ja. Kann es sein, dass Sie sich in Andrea Stein verliebt haben? Nein, verdammt. Aber ich hatte den Eindruck, ohne sie wäre es nicht weitergegangen. Ja, aber wenn es doch so eine enge Freundschaft war und Sie sich so gut verstanden haben, warum haben Sie ihr nicht von Ihren Fortschritten erzählt? Das ist doch eine super Nachricht. Ich hatte Angst, okay? Einfach Angst. Ich dachte, wenn ich ihr erzähle, dass ich wieder laufen kann und dass ich kein Krüppel bin, dann hat sie kein Mitleid mehr mit mir. So, Herr Malik, Sie rufen und schon sind wir da. Stopp. Gerufen. Ah, Öko, Weich und Softie. Hm? Ich gebe Ihnen gleich Softie. Was? Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für polemische Diskussionen. Es ist ja so, ich habe Neuigkeiten. Wir haben ja sowohl an den Händen als auch an Kleidungsstücken des Opfers, also im Rückenbereich, Jeansfaser gefunden. Es steht fest, der Täter hat Jeans getragen. Das wussten wir schon. Ja, ja. Vielleicht wussten Sie ja dann auch, dass wir mit Hilfe eines Laser-Mikrosonden-Massenanalyser... In unserer Sprache bitte, in Deutsch. Hm? Herr Kuhns, das ist eine Apparatur, mit der man chemische Elemente selbst im Billionstel Grammbereich nachweisen kann. Das ist sehr gut, dass wir das können, weil wir haben nämlich sowohl an diesen Tatortfusseln als auch an den Jeansfasern Moleküle von zwei verschiedenen Weichspülersorten festgestellt. Hm? Wie jetzt? Also das heißt, dass der Täter mit zwei verschiedenen Weichspülern seine Wäsche gewaschen hat? Ich kann Ihnen aber noch einen Tipp geben. Und zwar war das LKA so freundlich, uns den Namen der Weichspülerkombination zu verraten. Wie gesagt, Öko-Weich und Softie. Also im Haushalt bin ich wirklich keine große Nummer. Aber ich bin mir verdammt sicher, dass Sie wahrscheinlich der einzige Mensch auf dieser Welt sind, der für einen Waschgang zwei Weichspüler benutzt. Ja, wie? Und das macht mich jetzt verdächtig? Herr Wagner, wissen Sie was? Wir können uns den ganzen Scheiß doch sparen. Kommen wir direkt zur Sache. Wir haben sowohl an den Faserspuren vom Tatort, wie auch an Ihrer Kleidung, aus Ihrem Kleiderschrank, Moleküle von zwei speziellen Beispielen gefunden. Noch Fragen? Verstehen Sie nicht? Die Beweise sind eindeutig. Sie haben Stein getötet. Außerdem habe ich versucht, Andrea davor zu bewahren, nicht in eine unangenehme Situation zu geraten. Ich meine, sich zwischen mir und Markus zu entscheiden, das hätte sie nie geschafft. Aber ein sehr sensibles Mädchen, verstehen Sie? Und das Kind. Zwei Väter hätten es irritiert. Sie sind also doch in Andrea Stein verliebt? Ja, ich liebe sie. Jetzt wollte ich ihr endlich sagen, jetzt wo ich wieder laufen kann, dass ich mich um unsere kleine Familie kümmern kann. Um sie und das Baby. Sie haben Stein getötet, um mit Andrea das Baby großzuziehen? Was, Markus? Dieses Schwein, diese männliche Hure, hat sie gar nicht verdient. Andrea ist viel zu zart beseitet.
Da habe ich ihr diese Bürde genommen. Mit mir hätte sie eine richtig perfekte Familie. Paul Wagner wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.